Kommen wir nun zum zweiten Punkt, wie du am schnellsten backtestest. Und das ist natürlich oftmals mit Software verbunden. Das heißt, es gibt viele Softwares da draußen, wenige, die vielleicht das machen, was du genau möchtest. Aber wenn du diese Software findest oder selbst programmierst, dann hast du letztendlich deine objektive Strategie mit Software verpackt und du kannst dann einfach beispielsweise wie hier bei unserer Software, könntest du das Ganze dann einfach auswählen. Du sagst, okay, ich möchte mir sogar diese Muster, meine Strategie, meine Einstiegsgründe historisch anzeigen lassen. Ich könnte hier sogar jetzt die Ziele verändern. Ich möchte also vielleicht unterschiedliche Ziele testen und ich möchte jetzt nicht das 50% Retracement testen, sondern ich teste in diesem Fall als zweites Ziel, was wir später hier unter T2 sehen, möchte ich hier bitte das 61,8% Retracement testen. Und wenn ich das jetzt manuell machen würde, dann dauert das auf jeden Fall länger Zeit. Ich muss das immer mit dem Fibonacci-Tool abmessen und so weiter und so fort. Wo soll eigentlich mein Stop-Loss hin? Soll mein Stop-Loss bei den Patterns fix überm X oder will ich eine Fibonacci-Inversion benutzen? All das ist mit Software schneller gemacht. Man gibt es einmal vor und alles ist letztendlich fertig. Dann haben wir über das Gartley-Pattern gesprochen. Wir haben hier noch eine Reihe anderer Patterns, die man testen kann als unterschiedliche Einstiegsgründe. Aber hier haben wir über das Gartley-Pattern gesprochen und dementsprechend wollen wir uns das Ganze jetzt auch so anzeigen lassen. Das Schöne und das ist natürlich der Optimalfall mit einer Software. Es geht super schnell und die Algorithmen sind letztendlich ja so programmiert, dass wenn wir jetzt was herausfinden würden, was funktioniert in der Vergangenheit, dann haben wir später, und das wirst du auch noch lernen, später in der Zukunft im Live-Trading wirklich kein Problem damit zu sagen, was passiert jetzt, ist das das Pattern, was ich getestet habe. Denn ein Algorithmus, eine Software wird das immer gleich machen. Wir haben jetzt hier innerhalb dieser wenigen Sekunden alle verfügbaren Gartley-Patterns mit diesen spezifischen Parametern gefiltert. Ich habe also hier eine Datenserie von über 500 Tagen im 60-Minuten-Chart. Und das ist jetzt eine Arbeit, wer es vielleicht selbst kennt, diese Patterns zu suchen oder auch andere Strategien zu suchen. Es soll ja jetzt nicht ausschließlich hier um diese Software gehen. Es soll nicht ausschließlich um Patterns gehen. Es geht um den Prozess, damit du lernst, wie man wirklich testet. Und das ist oftmals kritisch, weil wenn wir jetzt backtesten und immer die rechte Maustaste hier oder die rechte Pfeiltaste bestätigen, wie lange brauche ich und vielleicht übersehe ich häufig mal ein Signal. Das heißt, wie du am schnellsten backtestest und wie du am optimalsten backtestest, ist aus meiner Sicht manuell gestützt mit Software. Die Software soll diesen Job übernehmen, dir deine Einstiege anzuzeigen, die du programmiert hast oder vielleicht andere Software benutzt. Aber dann im nächsten Schritt musst du letztendlich diese Arbeit selbst machen. Und damit wären wir schon so ein bisschen beim dritten Punkt, warum du manuell backtesten musst. Schauen wir jetzt zurück. Wir stellen uns jetzt vor, und so würden wir es natürlich machen, wir packen jetzt hier eine Excel-Tabelle bei, die wir hierfür auch extra optimiert haben, denn wir brauchen ja gar nicht hier jetzt den Einstiegspreis von 1,1243 Short Gartley und wo ist mein Ziel 1,1227, wo wurde ich hier ausgestoppt 1,1255. All das sind viele Zahlen, ja? Ich müsste hier immer für jede Zeile quasi für den Stop 5 Zahlen eintippen, für den Einstieg 5 Zahlen. Warum kann ich das nicht optimieren? Und auch über sowas musst du dir Gedanken machen. Kannst du das optimieren? Es ist jetzt nicht schwer, das zu programmieren, dass wir sagen, wenn wir ausgestoppt wären, wo liegt denn eigentlich mein Ziel? Im Sinne von Risk to Reward. Wenn ich also ausgestoppt werde, ist das doch immer meine Risikoeinheit. Also meine Risikoeinheit kann sein, die ist immer 100 Euro, die ist immer 1000 Euro, die ist vielleicht immer 10 Euro. Das entscheidest du. Wir wollen doch das Ganze nur letztendlich ins Verhältnis setzen und herausfinden, wenn du dein Ziel triffst, ist das genauso viel wert vielleicht wie dein Risiko. Also 1R, ist es die Hälfte, also 0,5R oder ist es das Doppelte? Und in diesem Fall ist es 1,4R. Das heißt, wir optimieren hier den Prozess, indem wir einfach sagen, du musst diese ganzen Zahlen einfach nicht mehr eintippen, sondern du brauchst nur das Datum letztendlich hier von dem Einstieg. Das war hier der 4. Juni und dann tippen wir nur noch ein, wurden wir ausgestoppt? Minus 1. Das Ergebnis ist minus 1, denn wir wurden ausgestoppt. Unser Risiko wird erreicht. Wenn wir ein Pattern treffen und das wäre
hier erstmal nicht der Fall. Schauen wir uns das an. Und es fällt schon häufig auf, hey, das funktioniert ja gar nicht. Auch dazu kann ich gleich noch was sagen. Wenn wir also unser Ziel treffen würden, dann könnten wir sagen 1,3 und wir listen das ganz schnell auf. Dein 1 ist ja klar, wenn du backtestest, wirst du sehr häufig, so wie in diesem Beispiel, nicht zu deinem Ziel kommen. Du wirst nicht immer herausfinden, das funktioniert. Also, wir müssen diese Arbeit auf der einen Seite wirklich machen. Wir müssen manuell backtesten, damit wir auch den Markt betrachten, damit wir betrachten, wie häufig wären wir beinahe ausgestoppt worden oder wie häufig wurden wir ausgestoppt. Dann müssen wir aber auch letztendlich ja objektiv bleiben und sagen, wie wahrscheinlich ist es eigentlich, wenn ich jetzt hier einen Backtest mache, nur weil ich backteste, heißt das ja nicht, dass es funktioniert. Aber würde ich jetzt hier beispielsweise in ein anderes Währungspaar wechseln, würde ich in eine andere Zeitebene wechseln, das ist ganz neues Feld. Wenn das also hier nicht funktioniert, würde ich herausfiltern, funktioniert es nicht, funktioniert es super schlecht oder funktioniert es? Und in diesem Fall können wir so ein bisschen schon mal auf den vierten Punkt einen Ausblick geben, den ich dir gleich noch zeigen werde. Funktioniert es super schlecht? Und wenn etwas super schlecht funktioniert, wie in diesem Beispiel, können wir dann nicht sogar genau das Gegenteil machen? Das ist die Frage. Und was hier rauskommt, werde ich dir gleich verraten. Und das ist auf jeden Fall sehr spannend zu sehen. Das heißt, nochmal zurückblicken. Punkt 2, wie du am schnellsten backtestest. Das machst du auf jeden Fall mit Software. Mit Software und darüber hinaus, die Dateneingabe muss optimiert werden. In diesem Fall haben wir das gelöst, indem wir sagen, wir geben die Daten nur noch über das Risk-Reward ein plus Datum. Das heißt, du minimierst die Dateneingabe und kannst schnellstmöglich hier wirklich nach rechts scrollen, jedes Ergebnis aufnehmen, minus 1 wäre das Ergebnis, minus 1 wäre das Ergebnis, minus 1, minus 1. Du siehst, es funktioniert hier fast gar nicht. Hier wieder minus 1. Also du fragst nur noch, ist das Top zuerst berührt worden, nachdem wir hier den Einstieg hatten oder unser Ziel? Wenn das Top, immer minus 1 und du siehst, hey, das hat ja gar nicht funktioniert. Und jetzt denkt man, oh, scheiße, scheiße. Nein, vielleicht können wir das sogar ummodellieren. Und dazu werden wir jetzt im vierten Schritt kommen.